Herzlich willkommen im Club der kleinen Indianermädchen. Ich bin Andreas, der Smartphone-Ratgeber für Senioren und die diesmal werden wollen. Und heute gibt es den letzten Teil aus der Google-Fotos-Serie. Und wir starten sofort die App. Tipp 1. Die Dia-Show. Wenn du in deinem Fotos drin bist, kannst du das erste Foto aufrufen und über die drei Punkte kannst du dann die Dia-Show aufrufen. Einfach hier anklicken. Und dann wird ab diesem Moment alle 5 Sekunden ein weiteres Foto aus deinem Fotostream einfach nach vorne gewischt. Willst du die Dia-Show beenden, drückst du einfach drauf und dann kannst du hier wieder zurückgehen. Tipp 2, das sind die Erinnerungen. Um eine Erinnerung anzulegen, musst du etwas hier mal den Stream nach oben bewegen, so dass hier oben ein Plus erscheint. Und dann kannst du auf die Schaltfläche Neu erstellen klicken. Dann suchst du die Fotos aus, die in die Erinnerung rein sollen. Auf Hinzufügen klicken. Du vergibst noch einen Titel dazu. Bestätigst das. Über die drei Punkte kannst du hier das Layout noch ein bisschen anpassen. Hier von dieser vorderen Sicht kannst du den Titel bearbeiten oder die Erinnerung auch wieder entfernen. Im Grunde sind das anders dargestellte Alben, die du dir selber erstellen kannst. Das Video dazu habe ich ja schon gemacht. Wir gehen jetzt zurück in die Fotoansicht und machen Tipp 3. Das sind die Highlight-Videos. Highlight-Videos sind eine andere Art der Dia-Show. Dazu brauchen wir hier nur die Fotos auswählen, die in diese Dia-Show rein sollen. Das soll mal für uns reichen. Dann gehen wir auf Hinzufügen zu, unten aus der Funktionsleiste und wählen Highlights-Video. So, die Videos werden jetzt aus der Cloud entsprechend generiert. Und hier reingeladen. Wir können jetzt jedes Video noch entsprechend anpassen. Wenn wir drauf tippen, können wir hier die Bewegung animieren und können hier Schwenken und Zoom wählen. Das heißt, das Foto, was dann angezeigt wird, wird so hereingezoomt. Das sieht so ein bisschen beweglicher aus, wirkt ein bisschen natürlicher. So, das können wir jetzt hier für jedes Foto machen. Dann, wenn wir fertig sind, können wir auch noch die Musik auswählen. Wählen mal hier ein besinnliches Thema aus, Easy Day Sunshine. Und wenn wir damit fertig sind, drücken wir einfach auf Speichern. Auf Speichern, damit Google die Chance hat, aus der Cloud heraus diese Kreation als Video abzulegen. Dauert ein paar Minuten und dann haben wir sie hier auch in den Kreationen mit drin. Genau, wir kriegen einen kleinen Hinweis, wenn die Kreation fertig ist, wenn wir sie auch im Fotostream finden. Und dann können wir es abspielen lassen. Und ihr seht schon das Reinzoomen, was wir gerade definiert haben. Einmal drauf tippen und hier zurück, dann wird dieses Video auch beendet. Das Video können wir natürlich auch an Freunde teilen. Kommen wir zum Tipp 4. Vertrauliche Fotos und Videos ausblenden. In dieser Google Foto App könnt ihr vertrauliche Fotos und Videos in einem anderen Ordner speichern, der durch eine Display-Sperre des Gerätes geschützt ist. Elemente in diesem gesperrten Ordner werden nicht in der Fotoübersicht, in der Erinnerung, in der Suche oder in Alben angezeigt. Sie sind also völlig versteckt. Sie können auch nicht durch andere Apps auf deinem Gerät genutzt werden. Das heißt, ihr könnt Fotos auch nicht daraus irgendwie auf Facebook teilen oder an eine WhatsApp-Gruppe schicken. Das geht alles nicht. Auf jeden Fall wisst nur ihr, wo diese Fotos dann sind. Wie funktioniert das? Wir wählen einfach ein paar Fotos aus. Ich mache das hier mal mit ein paar Gartenfotos. So, das soll erstmal reichen. Unten in der Funktionsleiste wischen wir ganz nach rechts und hier wählen wir in den gesperrten Ordner verschieben. Macht ihr das zum ersten Mal, müsst ihr natürlich den gesperrten Ordner erstmal einrichten. Dazu braucht ihr euer Google-Passwort. Bei mir ist das natürlich schon gemacht, deswegen brauche ich nur auf Verschieben tippen. Einmal zulassen. Und dann werden die Fotos aus dem Google-Konto, also aus der Cloud, zurück lokal auf das Gerät geschoben und sind quasi für alle anderen Apps auch verschwunden. Wie könnt ihr euch die Fotos dann selber angucken? Ihr klickt auf Galerie, dann auf Verwalten und ganz unten finden wir den gesperrten Ordner. Hier müsst ihr euch einmal authentifizieren. Ich mache das hier mit meinem Fingerabdruck und schon sind wir da drin. Kommen wir lieber zum Tipp 5, und zwar den letzten Tipp für die Google Foto App. Dazu gehen wir wieder in den Fotostream. Dazu suche ich mir mal ein Foto aus. Und dann geht es um Fotobearbeitung.
Und gleichzeitig mache ich daraus mal eine Grußkarte. Ich rufe das mal auf und wenn wir das Foto bearbeiten wollen, können wir hier über die Schaltfläche Bearbeiten klicken. Und dann haben wir hier einfache Möglichkeiten, das zu optimieren. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da können Licht- und Farbveränderungen hier verbessert werden. Und unten gibt es eine weitere Funktionsleiste. Ich gehe mal hier auf Zuschneiden, wo wir dann das Foto über die Zuschneiderfunktion noch ausrichten können. Hier in diesem Moment können wir zum Beispiel die Lampe mal etwas besser vertikal ausrichten. So, das ist jetzt gerade. Wir können dann hier noch weitere Funktionen nutzen, wie Anpassen, können hier den Helligkeit, Kontrast, den Weißpunkt, die Schatten und die Sättigung noch entsprechend einrichten. Ihr müsst jeweils nur auf eine dieser Menüpunkte klicken und dann den Schieberegler nutzen, um eine Farbsättigung in diesem Fall herbeizuführen. Mehr will ich hier nicht machen. Dann drücke ich hier schon auf Fertig, sondern wähle hier nochmal Filter. Hier werden dann Farb- und Lichtverhältnisse per Definition so eingestellt, wie sie definiert sind in den verschiedenen Filteroptionen. Möchte ich hier auch nicht machen, sondern ich gehe direkt auf Markieren und möchte mal einen Text hinzufügen. Und zwar möchte ich jetzt mal herzlichen Glückwunsch schreiben. Ich drücke mal hier auf Fertig. So, dann habe ich hier nämlich den ersten Text. Und dann drücke ich nochmal auf Text und dann geht es weiter zum Leerzeichen Geburtstag. So, das soll ausreichen. Ich mache nochmal fertig und dann kann ich diesen zweiten Text auch entsprechend verschieben. Wenn wir den Text jetzt hier markieren, also der Rahmen dann da drum ist, können wir ihn auch größer und kleiner ziehen mit den Fingern. Muss man so ein bisschen gucken, dass man das mit den Fingern hinkriegt. Ist gar nicht so einfach. Man kann ihn sogar drehen, je nachdem, wie man es haben will. Und wenn die Grußkarte entsprechend fertig ist, drücken wir hier auf Fertig und wählen Kopie speichern. So, das Foto ist jetzt nicht verändert worden, sondern dupliziert worden. Wir haben ja gesagt, Kopie speichern. Ich gehe nochmal zurück in den Fotostream. Dann sehen wir unsere Postkarte hier auch im Fotostream. Und die können wir natürlich jetzt per WhatsApp verschicken. So, das waren die letzten 5 Tipps zu Google Fotos. Nächste Woche geht es dann mit einer neuen Serie weiter. Haltet die Ohren steif, euer Andreas, der Smartphone-Ratgeber für Senioren und die, die es mal werden wollen.